Sie sind wieder zurück. Jenko und Schmidt machen dieses Mal aber nicht 21 Jump Street, sondern die 22 Jump Street unsicher. Doch zu unserem Glück hat sich nur die Adresse geändert. Als Duo sind die beiden nach wie vor unschlagbar. Nein, du kannst mich jetzt nicht umarmen. Doch Jenko und Schmidt sind nicht die einzigen, die als Cops ein gutes Team abgeben. Hier ist unsere Top 5. Platz 5. Scott and Hooch. Der Hund ist bekanntlich der beste Freund des Menschen. Doch wenn sie unfreiwillig zusammenarbeiten müssen, wird diese Freundschaft schnell mal auf die Probe gestellt. Vor allem, wenn der tierische Partner weniger Partner und viel mehr wandelndes Chaos ist. Hör mal, wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile. Und ich glaube, ich kann ganz offen mit dir reden. Weißt du eigentlich, dass du ein Sabberproblem hast? Und trotzdem passen die beiden doch irgendwie ganz gut zusammen. Platz 4. Red Heat. Der eine ist ein knallharter Russe, der andere ein fast normaler Cop aus Chicago. Klar, dass sich Arnie und James Belushi in Red Heat als Partner mit einigen Schwierigkeiten herumplagen müssen. Vor allem aber müssen sie ihre Sprachbarrieren überwinden. Gut gemacht, Knatterton. Vielen Dank. Ich hab's nicht ernst gemeint. Ich weiß. Immerhin sind sie verdammt effizient, auch wenn mal was dabei kaputt geht. Aber das trifft ja auch für alle anderen in dieser Liste zu. Ich würde langsam ausweichen. Bist du wahnsinnig? Platz 3. Hot Fuzz. Nicholas Angel und Danny Butterman passen augenscheinlich nicht wirklich gut zusammen. Der eine ist ein Superbulle und der andere, naja. Aber was muss, das muss. Und ganz ehrlich, so eine Abkürzung über Zäune ist auch nicht wirklich für jeden was. Immerhin finden die beiden zwischendurch Zeit für ein leckeres Eis. Muss ja auch ab und zu mal sein. Wenn private Besorgungen im Dienst sind untersagt. Aber ist doch nicht los, oder? Platz 2. Bad Boys. Wer seinen Chef mit regelmäßigen Massenkarambolagen und Explosionen zur Weißglut treibt, der muss einfach irgendwas richtig machen. Und auch wenn unsere Bad Boys immer wieder für Chaos sorgen, sind sie doch ein gutes Team. Upsie Daisy! Und von allen auf der Liste haben diese beiden zusätzlich den besten Themesong aller Zeiten. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Platz 1. Lethal Weapon. Die ungekrönten Könige der unzertrennlichen Cop-Pärchen, der Inbegriff von Bromance, sind Murtaugh und Riggs. Verdammt, bei drei solltest ich du kommen. 1, 2, 3, dann los! Nein, auf drei! Oh nein, wir gehen immer auf drei los! Manchmal machen wir 1, 2, 3 und gehen dann los! Der Heißsporn und der ewig Nörgelnde, der doch einfach nur in Pension gehen will, denn... I'm too old for this shit. Von zu alt kann bei diesen beiden nicht die Rede sein. Denn auch wenn Murtaugh immer flucht, auf 4 Filme haben sie es dennoch geschafft. How about that? Finally.